Ja, und zurück hier bei Let's Play Company Heroes 2. Wir sind immer noch im schönen Leningrad, da wo es die vielen Cowboys gibt. Und wir müssen die zwei verbleibenden Festungen... sind das diese hier? Nein, das sind die da drüben. Hier. Ja. Die einnehmen. Okay. Hier sind meine Trupps, die ich in der letzten Folge, glaube ich, noch ein bisschen aufgepäppelt habe, also dass alle so viele sind, wie sie sein sollten. Und so wird jetzt aus ein paar deutschen Infanterietrupps sehr kurzen Prozess gemacht. Alter, was war das? Ist das? Ich weiß nicht, was da geschossen hat. Aber es ist irgendwie ein bisschen schlecht. Die zweite Stoßtrupparmee ist fast an den deutschen Verteidigungen vorbei. Erobern Sie hohes Territorium, um schneller vorzurücken. Wir müssen diese Bereiche. Mach ich ja. Marsch zur Eroberung. So zu stark. Stopp! Kümmern Sie sich um die Pakt 43, bevor sie unsere Panzer zerstört. Greifen Sie über die Flagge an. Verdammte Panzerabwehr. Aber wo sind meine Mörsetrupps? So, ihr greift das hier an. Andere Mörsetrupp, du greifst auch das hier an. Wir haben Infanterie im Visier. Bereit. Brauchen Sie Kanonenfutter? Wir haben den Trupp kalt gemacht. Was wollen Sie? Rekruten bereit und willig. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Strafbataillon. Straftruppe bereit benutzt. Gut, erobert haben wir das. Bewegt euch, ihr Idioten! Der Typ da. Nein! Einfach dahin gehen. Ja, genau. Wir haben das Feuer auf uns eröffnet! Wir haben Wer schießt da? Auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Gut. Gezackig. Schweres MG. Wir müssen kommen mit dem Vorrücken. Würde auch euch auch nicht schaden, denke ich mal. Wir können hier nicht bleiben. Sie brauchen Mörserunterstützung. Hier haben wir keine Panzer. Oh ja, zum Glück. Zum Glück haben wir keine schweren Panzer. Aber so nützt nämlich das dafür nichts. Hatte er das natürlich. Ja, Genosse. Ja, komm, zerstört das jetzt mal. Ein bisschen mehr Arbeitsmoral will ich sehen. Schützungspanzer, Korps. Hier haben wir noch ein paar Strafbataillone. Ihr könnt gleich vorrücken. Wir haben einen Marschbefehl. Wird euch schon nicht schaden. Hoffe ich. Für euch. Wir sind keine echten Soldaten. MG unterwegs. Los, angreifen. Greift diese Scheiße an. So, was hat mir nicht verstanden an... Geht dahin. Oh Gott, nein. Schnell. Überrennt sie! Nein, eben... Oh Gott, das ist ein Chaos! Das ist ein Chaos! Was, von hinten greifen sie auch an? Okay. Und wer wurde befördert? Jemand wurde befördert, habe ich gehört. Ihr drei. Wir alle drei Artillerie auf dieses Ziel. Feindliches MG ausgeschaltet. Sehr schön. Die feiern. Und es kommt an. Und sie sind weg. Sie haben ein Ziel. Rollt diese verdammte Panzerabwehr. Die Festung ist zerstört.
noch eine. Und die können mir eigentlich egal sein. Nein, was macht die da? Das ist gefährlich, geh weg da. Alter, nein! Nein! Nicht sterben! Versuchen zu überleben, bitte. Wäre noch schön. Danke. Und du, was du machst, weiß ich sowieso nicht. Straftruppe bereit, benutzt zu werden. Los, flickt die da mal zusammen. Wir werden angegriffen. Sie sind keine echten Soldaten, aber sie werden... Los! Und noch das da drüben, oder? Ja. Unterwegs. Bin ich schon richtig in der Annahme gewesen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie diese deutschen Truppen eigentlich da hinkommen. Ja. Aber von mir aus sind sie halt da. Sollen sie Zeit genießen, die sie da verbringen. Mit ihrer Familie oder so, oder mit Freunden. Ist ganz hübsch, mich gehört. Ja, Jungs. Ihr könnt euch gleich da zugesellen. Ja, rückt bitte noch ein bisschen vor. Aber nicht zu viel, wollen sie nicht greifen. Und du Mörsermann, mach mal da einen Mörsermann. Feldkanone bereit. Leute, setzt die Feldkanone in Bewegung. Stellungswechsel. Bereit. Zielpunkt erhalten. Und ihr flankiert sie. Und tot zerstört, sehr gut. Ich weiß nicht, wer das war, aber es hat geklappt. Gut. Jetzt müssen wir weiter. Strafbataillons, du kannst gleich mitkommen. Ja, Genosse. Ja, mach das nur kaputt, ist mir eigentlich egal. Das verbraucht nur Platz im Bevölkerungslimit. Brauchen Sie Kanonen? Die Infanterie an Ihr Rüde. Wir werden ihn später begrüßt. Wir sind hier fertig. Genosse. Da tötet sie! Los! Danke. Bisschen vorrücken, bitteschön. Nicht gut, Danny, das machen wir nicht. Gut, ihr könnt auch gleich von dieser Seite angreifen. Übrigens geil, dass da die Kollegen noch kamen. Also, dass wir ein bisschen Verstecken gekriegt haben. Ist immer gut nützlich. Wenn man nicht allein ist. Los, Stoßtrupps. Zerstoßt sie. Zerstoßt sie. Und ihr... Ihr alle drei. So wie beim letzten Mal. Hat ganz gut geklappt, fand ich. Drum lasse ich das euch regeln, soweit ihr das könnt. Ich habe davon vollstes Vertrauen in euch, dass ihr diese Arbeit souveränst lösen werdet. Rum. Ja, läuft ja prima. Guckt mal, wie ihr Leben. Ja, danke sehr. Wir haben es geschafft. Die übrigen deutschen Streitkräfte ziehen sich zurück. Ja, geschafft. Wir können wieder Versorgungslinien nach Leningrad aufbauen. Das wollen die alle. Wem soll ich helfen? Ich bin sehr hilfsbereit, also kein Problem, aber ich weiß nicht wem. Dir? Geschafft? Ja. Einsatz ausgeführt. Toll. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich die nächste Mission, weil es so schön war. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Aber der Kampf war noch lange nicht vorüber. Es waren immer noch Zellen von Deutschen zu beseitigen. Sie kämpften wie Ratten, die in die Enge getrieben wurden. Das heißt, wir können Leningrad noch nicht verlassen. Aber wir sind in den Außenbezirken. Panzerjagd. Heißt das, wir müssen jetzt Panzer jagen?
Wenn ich das untere hier lesen würde, dann würde es mir sicher Auskunft darüber geben. Und ich müsste nicht einfach so ansatzlose Theorien aufstellen. Aber vielleicht müssen wir wirklich Panzer jagen, ich weiß es nicht. Mal gucken, die werden uns das schon wohl erklären, wie sie das immer machen. Beliebige Taste drücken, ich drück. Ja, das sind Panzer. Aber wo sind die Jäger? Ich höre auch Panzer. Okay. Das ist alles, was ich habe? Nein. Okay, viele Panzer. Wird wohl eine Panzerei. Nein, doch nicht. Ich bin nur Infanterist. Und muss einfach die Panzer ein bisschen beschützen. Nimm du das mal. Wachsam, Kontakt! Wer hätte es gedacht, dass jetzt ein Hitler kommt? Irgendwie ist dieses Spiel echt voll überrascht. Man kann gar nicht. Man erwartet es nicht, wenn sie angreift. Oh, der Ortschef ist ein guter. Und das ist doof, Toilettendienst. Das ist ganz doof. Das Negative. Einfach zur Erklärung. Skriptsequenz! Oh Gott, Tiger! Und Tiger ist nicht so. Nett. Ja, Tiger ist gar nicht so nett. Was will ich machen gegen den Tiger? Aber geht nicht hinter den Panzer, auf den er schießt, bitte. Stellungswechsel. Okay. Was muss ich machen? Folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Stellung wechseln. Gott, ein Tiger. Ich bin da nicht vorbereitet. Aber der Panzer sieht so geil aus. Ich finde den Tiger so ein schöner Panzer. Wir müssen aufrücken. Lenkt die Aufmerksamkeit des Panzers auf. Ach so. Wir haben das Ziel im Visier. Okay, hätte ich vielleicht Ferien machen sollen. Zeit zu machen. Schießt auf die Tanks! Bastardo. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Oder? Sagt es mir! Kommandant, wir können keinen Tiger hinter unseren Linien dulden. Wir schicken weitere Kräfte, aber mehr können wir nicht entbehren. Zerstören Sie den Tiger! Unterwegs! Zerstören Sie den Tiger, wenn es so einfach wäre. Also gut. Deckung rückt an, okay. Was haben wir? Geht mal in Stellung. Sprengsätze. Wir könnten sie platzieren und den Tiger in eine Falle locken. Wir haben auch Panzerbüchsen. Oh, und zwar. Aber die können gegen ihn nichts ausrichten. Im Dorf könnte es zurückgelassene Waffen geben. Brauchen Sie Unterstützung durch Bewegen uns in das Kommando hat uns wenig gegeben. Wir müssen im Dorf nach zurückgelassener Munition für unsere Sprengexperten suchen. Panzerabwehrschützen unterwegs! Der legendäre Panzerkampfwagen 6 Tiger 1. Es ist keine Schande für die richtige Sache zu sterben. Oder, anstatt dass wir jetzt nach Sachen suchen, könnten wir auch einfach. Wir können eigentlich immer nach Sachen suchen gehen. Einfach raufgehen und dann den solchen Sachen Sprengladen anbringen. Und dann sprengt man normalerweise noch diese Sprengladung und der Tiger wäre mehr Schrott als gefährlich. Wo sind Vorräte? Ah, hier ist ein Vorrat. Panzerabwehr bereit. Da, Genosse. Wir haben einen Eroberungsbefehl. Panzerbüchse.